Exakt 80 Kilo. Mein Startgewicht waren 81,3 Kilo vor 1,5 Wochen. Ich habe 2019 Kalorien, ich habe 198 Gramm Protein, 55 Gramm Fett und 170 Gramm Kohlenhydrate. Das sind meine Kalorien und Makros für Phase B bei dieser Challenge aus Fit and Shredded. Das nehme ich die ersten 4 Wochen zu mir und danach droppe ich die Kalorien und mache die nächsten 4 Wochen mit Phase C. Das bedeutet, das Ganze versuche ich heute am Ende des Tages so optimal wie möglich zu treffen. Aber natürlich können auch Abweichungen sein, das habt ihr alles drin erklärt. Und ich zeige euch heute, wie ihr mit diesem System wirklich Schritt für Schritt arbeitet könnt, individuell essen könnt und wirklich maximal Fett verlieren und Muskulatur aufbauen könnt. Wir werden heute wieder die komplette Ernährung vom ganzen Tag filmen, wieder mit mega Rezepten, die natürlich die optimalen Kalorien und Makros haben, aber genauso optimale Mikros mit essentiellen Fetten. Ich zeige euch alle Supplemente und vor allem freue ich mich auf ein Rezept und zwar einen gesunden Cheeseburger. Bezüglich den Kalorien und Makros, denkt immer dran, das ist für jede einzelne Person von uns individuell. Das kommt immer darauf an, welches Geschlecht wir haben, welches Aktivitätslevel wir haben, das bedeutet, welchen Job wir ausüben und wie viel wir uns am Tag bewegen und natürlich auch unser Körpergewicht und vor allem auch danach dann immer wieder die Anpassung zu machen. Das bedeutet, je nachdem, wie viel wir abnehmen, wie schnell wir Fett verlieren oder auch im Aufbau, wie schnell wir zunehmen, müssen wir die Kalorien und Makros immer wieder anpassen, um nie stehen zu bleiben und um immer weiter Erfolg zu haben. Das ist verdammt wichtig, das heißt, vergesst das nicht und so viel dazu. Wir starten diesen Full Day Feeding direkt mit einem extrem leckeren Frühstück. Und an alle von euch, die noch bei der Challenge teilnehmen wollen, die noch durchziehen wollen mit uns, Leute, kommt dazu. Ich verlinke hier ein Video, wo ich alles erkläre. Ihr könnt jederzeit starten, mit uns durchziehen. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen. Let's go!
fertig ist der Protein-Kaiserschmarrn, Freunde. Ich esse das Ding gerade fast wieder jeden Tag. Früher habe ich das sehr oft gegessen, dann eine Zeit lang nicht, aber jetzt esse ich das wirklich fast täglich. Das Ding hat einfach 50 Gramm Protein, Leute, und es schmeckt einfach wie der größte Cheat. Es schmeckt wie, keine Ahnung, als würde man sich 1500 Kalorien irgendeine Süßigkeit reinballern, aber das Ding ist einfach absolut gesund. Es hat Top-Nährwerte, es hat 50 Gramm Eiweiß und es schmeckt unglaublich. Also wer das von euch noch nicht gemacht hat, macht mal den Protein-Kaiserschmarrn aus Shredded Kitchen. Hier mit Apfelmus, da nehme ich übrigens immer ungezuckertes Apfelmus, habt ihr ja gesehen. Unfassbar. Ihr könnt die Beeren übrigens auch weglassen. Ja? Ich mag das, weil wir da ja auch Vanille-Proteinpulver drin haben und mit Beeren ist das, finde ich, immer ein richtig cooler Mix, so wie heiße Liebe dieses Eis. Macht diesen Protein-Kaiserschmarrn. Schreibt mir danach, kommentiert danach dieses Video, wie ihr ihn gefunden habt. Nun tracken wir die erste Mahlzeit, Freunde. Das bedeutet, ich nehme ein Handy, ich öffne die App. Ich nehme entweder FTDB oder MyFitnessPal. Das habt ihr im Programm genau erklärt. Dann gebe ich hier alle Zutaten ein. Ich habe jetzt hier 60 Gramm Apfelmus, 40 Gramm Dinkelmehl, 2 Eier, 30 Gramm Proteinpulver, Vanille und 100 Milliliter Fastenmilch. Und den Zucker track ich nicht, weil das Ganze hat 0 Kalorien, also brauche ich das nicht eingeben. Und der Kaiserschmarrn hat somit 478 Kalorien, 13 Gramm Fett. Die sind aber von den Eiern und Eier sind sehr, sehr gesund, Leute. Ich habe im letzten Video schon gesagt, Eier haben alle Vitamine außer Vitamin C, 43 Gramm Kohlenhydrate und 45 Gramm Protein. Wenn man mehr Protein möchte, kann man auch noch mehr Proteinpulver nehmen. Wenn man kein Proteinpulver verwenden möchte, kann man stattdessen auch Dinkelmehl zusätzlich nehmen. Die erste Mahlzeit ist getrackt, das mache ich dann auch bei der zweiten, bei der dritten Mahlzeit und dann sage ich euch, wie ich am Tag arbeite, dass ich am Ende wirklich alle Kalorien und alle Makros erreiche. Freunde, das ist der Kaiserschmarrn. Nährwerte für mich 10 von 10, weil es schmeckt, wie gesagt, wie so ein 2000 Kalorien Cheat Meal und so viel dazu. Zeit für das nächste Rezept und zwar ein gesunder Cheeseburger.
Freunde, das Ding ist fertig. Das war so schnell. So kann man eigentlich richtig nice Burger machen. Und so sieht das Ganze aus. Es sieht unfassbar aus. Ich habe so Bock, da jetzt reinzubeißen. Okay, Geschmackstest. Leute, ich packe mein Leben nicht. Vielleicht eines der geilsten Rezepte, die wir je gemacht haben. Wir haben ja immer diese Burger Rolls gemacht, aber so als Wrap geht das Ganze viel schneller. Natürlich hat es ein bisschen mehr Carbs, aber es schmeckt so verdammt geil. Das schmeckt einfach wirklich wie ein fucking Burger. Mmh. Oh mein Gott. Leute, zu diesem Ding. Punkt 1, ihr könnt natürlich auch Hähnchen verwenden, dann habt ihr fast gar kein Fett, ja. Das ist jetzt fettarmes Rinderhack, das hat 7%. Bei uns gibt es das zum Beispiel beim Lidl. Da gibt es so Rinderhack aus Österreich mit 7%. Ich schaue mir das jetzt rein, Leute, dann geben wir das in die App an. Und wenn ihr das probiert... Oh, fuck. Habe ich jetzt die ganze Zeit damit geredet. Wenn ihr das Ding probiert, Leute, macht einen Chicken Burger, dann habt ihr noch weniger Fett. Bei der Soße würde ich dann aber eher so eine Sour Cream Soße probieren, beispielsweise eine Joghurtsoße statt Senf und Ketchup. Oder ihr probiert einen Big Mac Burger mit dem Inhalt von unserer Big Mac Rolle. Das habt ihr auch am Blog, Leute, auf der Website, Leute. Ich werde auch das Rezept für euch am Blog geben. Und macht die Dinger nach. 10 von 10, ich sag's euch, was ist. Mahlzeit. Wo sind die Gurken? Scheiße, ich habe schon alle Gurken weg. Wisst ihr, was das Geile ist? Normalerweise Cheeseburger mit Gurke, Leute, geht ja gar nicht. Also, ich hoffe, ihr seid auf meiner Seite, dass man die Gurke immer rausgeben muss beim Cheeseburger. Leute, ich hoffe, ihr seid auf meiner Seite. Ich kenne Leute, die lieben diese Gurke, Leute. Ich kann diese Gurke nicht essen beim Cheeseburger. Aber hier drin schmeckt die Gurke einfach tausendmal besser. Das bedeutet, ihr könnt auch endlich Gurken in eurem Cheeseburger hauen, wenn das mal nicht eine Revolution ist. Wir geben das Ganze wieder in die App ein, Freunde, die Kalorien und Makros. Ich habe jetzt den Wrap eingegeben. Ihr könnt dann einen großen oder einen kleinen Wrap nehmen. Ja, das verändert auf jeden Fall sehr die Carbs und die Kalorien von diesem Rezept. Dann 100 Gramm Rinderhack, fettarm, 5 Gramm Butter, nicht vergessen, ja, wenn ihr die zum Braten nehmt, also einen Teelöffel auch hier hinzufügen. Dann ein bisschen Zwiebel, Tomaten, dazu sage ich übrigens gleich was. Und am Ende hat dieser Wrap bei mir nur 319 Kalorien, 11 Gramm Fett, 27 Gramm Carbs und 26 Gramm Protein. Wenn ihr das Ganze mit Hähnchen macht, hat das nochmal viel mehr Eiweiß und noch weniger Fett. Das bedeutet, nach der zweiten Mahlzeit, Freunde, bin ich bei 794 Kalorien. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. 25 Gramm Fett, 68 Gramm Carbs und 72 Gramm Protein. Das ist mein Zwischenstand. Und jetzt schaue ich einfach nach, Leute, beziehungsweise vor der nächsten Mahlzeit schaue ich mir an, okay, ich habe jetzt knapp 800 Kalorien gegessen, so viel Protein, so viel Fett, so viel Carbs. Ich habe noch das und das offen, das habe ich mir ausgerechnet, das weiß ich. Und dann schaue ich, okay, was esse ich noch, was passt noch rein? Und so arbeite ich dann Step by Step, um am Ende des Tages die optimalen Kalorien und Makros, die ich mir ausgerechnet habe, die für jeden, wie gesagt, individuell sind, zu erreichen. Und so kann ich unglaublich perfekt Fett verlieren. Ich muss auf nichts verzichten. Ich kann sehr individuell essen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ob wir auf eine Kugel Eis gehen, zum Beispiel im Sommer oder keine Ahnung, wenn es reinpasst, Freunde, passt es dann noch rein. Und meistens esse ich an den ersten ein bis zwei Mahlzeiten am Tag. Meistens sind die immer dasselbe. Entweder ich mache mir so einen Kaiserschmarrn aktuell oder ich esse so eine Skier Bowl. Bei ungefähr der Hälfte des Tages schaue ich einfach nach, was sind noch meine Kalorien und Makros, die ich offen habe und was esse ich, damit das am Ende ziemlich genau passt. Diese Kamera ist immer schief. Ich versuche immer mit diesen Stiften diese Kamera gerade zu machen. Ha, jetzt passt's. Kurz zwei Punkte, die ich ansprechen möchte, die ich sehr, sehr wichtig finde. Das erste, ich habe in meinem letzten Full of Eating einen Kommentar gelesen, dass es ja krank sei, dass man alles so abwiegt und die Kalorien so zählt. Dazu will ich ein paar Sachen sagen. Das erste, es ist grundsätzlich absolut positiv und überhaupt nicht negativ, wenn man sich so mit Ernährung befasst, wenn man weiß, wie viel Kalorien und Makros etwas hat, weil so baut man auch absolut ein Gefühl dafür auf. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie viel Kalorien und Makros manche Dinge haben. Die haben wirklich gar kein Gefühl dafür. Das bedeutet, grundsätzlich ist es absolut positiv. Das zweite, natürlich soll man das Ganze auch positiv belassen und darf das nicht zu extrem machen. Also man braucht jetzt nicht wirklich ein Salatblatt abwiegen, Leute. Man muss einfach selber dafür verantwortlich sein und da muss man sich einfach auch selbst darum kümmern, dass man das Ganze schön und gut macht, ja, absolut positiv macht, aber dass das nicht irgendwie zu extrem gemacht wird. Ja, aber grundsätzlich Kalorien tracken, Leute, ist absolut positiv und man lernt auch so viel über Ernährung dazu. Und was mir noch persönlich wichtig ist zu diesem Kommentar zu sagen, ist, dass ich selbst jetzt die Zwiebel oder Tomate da niemals jetzt abwiegen würde, also so Kleinigkeiten, weil das
absolut egal ist, ja, das hat ein paar Kalorien, ich kann das auch alles sehr gut schätzen, sondern ich mache das für euch, Freunde, weil viele von euch sind vielleicht absolute Anfänger und ich will euch einfach bei den Rezepten, die ich mache, euch genau zeigen, was da drin ist und wie viel exakt drin ist. Und eine zweite Sache, die ich auch oft beim Army Support lese oder die wir auch oft in den Livestreams diskutieren, Leute, eure Makros und Kalorien können natürlich ein bisschen abweichen. Also am Ende solltet ihr so gut wie möglich hinkommen. Aber wenn das ein bisschen unterschiedlich ist, ja, und das Ganze ein bisschen abweicht, das steht aber auch im Programm, also es können ruhig Abweichungen sein, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil ihr wisst doch nicht, ob ihr am morgigen Tag oder am gestrigen Tag ein bisschen mehr Kalorien oder weniger Kalorien verbraucht, weil ihr zum Beispiel mehr rumgelaufen seid, alles Mögliche. Und macht euch da nicht fertig. Ja, das Ganze soll positiv sein, soll Spaß machen, darum geht's. Und so viel dazu, Leute. Ich mache jetzt Army Support. Es ist crazy, was abgeht. Ich bin sehr, sehr stolz auf alle, die da gerade durchziehen mit uns. Es macht auch sehr Spaß, da mal reinzusehen. Es motiviert mich selbst extrem. Ich zeige euch ein paar Sachen. Let's go. Challenge 2023. Wir sind übrigens knapp 18.000 Mitglieder. Die knacken wir bald nur in der Fit & Shredded Army. Insgesamt sind wir 26.000 Mitglieder fast schon. Einfach wieder unglaublich, wie ihr durchzieht. Alle eure Rezepte, was ihr da alles reinpostet. Wie viel los ist, Leute, wie ihr euch gegenseitig motiviert. Und das ist für mich einfach der größte Bonus. Auch all eure Meal Preps. Ich sehe so viele Meal Preps. Ich sehe Full Day of Eatings von euch in der Army. Auch all eure Erfolge mittlerweile. Hier zum Beispiel die Sarah in 12 Tagen minus 1,7 Kilo. Also wirklich fast alle, ich bin ein paar Sachen an, haben 1, 2, 3 Kilo in der ersten Woche schon verloren. Der macht so weiter, postet Rezepte, helft euch gegenseitig, dazu ist die Army da. Das alleine sind nur Posts von den letzten Tagen und man geht hier wirklich jeden Tag rein. Man hat so viele neue Rezepte, die man machen kann. Man sieht, wie tausende Menschen gemeinsam durchziehen und das motiviert einen unterbewusst so extrem, dass man selbst da reingeht, dass man selbst durchziehen will, dass man nicht aufgibt und darum geht's. Ihr seid der Wahnsinn, Leute. Macht unbedingt so weiter. Ich bin extrem stolz auf jeden Einzelnen. Wir sind jetzt in Woche 2 fertig, ja. Und dann startet die dritte Woche, Leute. Und wir geben weiter Gas. Und an jeden Einzelnen, der dazukommen will, Leute, nutzt noch diese Aktion. Wir haben, hier kommen die ganze Zeit, ihr seht das, neue Mitglieder zu uns dazu. Wir haben noch immer diese 45% Challenge-Aktion. Wir knacken bald die 26.000 Mitglieder. Ihr seid für immer im Team. Ihr habt die Programme euer ganzes Leben. Ihr könnt für immer mit uns arbeiten. Und es gibt einfach für mich nichts Besseres, das sage ich, wie es ist. Deswegen stehe ich da so dahinter. Ich meine, es ist unglaublich, was hier abgeht und wie man einfach zusammen durchzieht und noch mehr Erfolg hat. Leute, Link dazu ist in der Bio. Ich freue mich auf jeden Einzelnen und wir machen weiter. Es war nicht anders zu erwarten, als dass es regnet. Freunde, das ist übrigens ein neues Sample. Das sind so richtige, nice Baggy-Jogginghosen. Hier hinten haben wir auch einen Otiklo-Stick. Ich trage das aktuell täglich, weil das die angenehmste Hose ist ever. Und sieht auch richtig nice aus. Stackt unten cool. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Einmal Wasser. Crank Pump Pro, das heißt ohne Koffein. Freunde, das hier ist jetzt Ananas-Mango. Ein Scoop. Das heißt bezüglich Pre-Workout, ich hau mir immer Crank Pump Pro rein, das heißt ohne Koffein. Und wenn ich Koffein dazu möchte, Leute, dann hau ich mir hier eine Koffeinkapsel rein mit 100 Milligramm Koffein. Kurz zu den Sachen, Leute. Braucht ihr einen Booster? Ganz klar, nein. Ihr braucht keinen Booster. Ist es geil? Ja, ich feiere es einfach mit Booster zu trainieren, einfach für den Pump, Leute. Dinge wie Citrullinmalat, dass ihr einfach einen niceren Pump im Training habt. Es ist ein Spaßsupplement, so, aber ich finde Spaß in diesem Sport sehr, sehr wichtig, weil man einfach auch mehr Bock aufs Training hat. Und Koffein, wie gesagt, ihr könnt noch einen Kaffee trinken, ihr könnt noch gar kein Koffein nehmen. Ich zum Beispiel heute auch kein Koffein. Denkt immer daran, Ernährung, Training, das ist das Allerwichtigste. Und dann kommen Supplemente, ja. Aber vor allem auch Dinge, Gesundheitssupplemente, Leute, wie Vitamin D, 3K2. Ich werde noch ein Video machen, ich habe es euch versprochen. Sind sehr, sehr wichtig und würde ich jedem Menschen empfehlen, egal ob ihr Sport macht oder keinen Sport macht. Prost, Freunde. Let's go. Dann nochmal.
Und das ist der Hähnchenauflauf. Freunde, ihr könnt reinhauen, was ihr wollt. Ja, einfach nur Dinge schneiden, reinhauen, würzen. Ihr könnt da komplett variieren. Ihr könnt das Ganze auch mit Fisch machen natürlich. Beim Käse könnt ihr natürlich auch Pizzakäse light oder irgendeinen anderen geriebenen Lightkäse nehmen. Ich habe jetzt einfach Mozzarella selbst gerieben und darüber gestreut. Und wichtig, Freunde, ich rechne dann jetzt die Kalorien und die Makros wieder aus. Ich blende euch das aber direkt ein hier. Ja, ich filme das jetzt nicht nochmal, wie ich das eintippe. Und das Ganze Kalorien und Makros aber für eine Portion, weil das sind jetzt zwei Portionen. Das bedeutet, entweder ihr esst das auf zwei Tage oder ihr seid sowieso zu zweit. Dann könnt ihr das einfach auch zu zweit essen. So viel dazu. Ich werde euch dann noch etwas erklären bezüglich Volumen. Sehr, sehr wichtig. Und bezüglich Mikros, was hier absolut top ist. Hau ich mir das jetzt rein, Freunde. Vor allem mit diesem Käse. Auf den habe ich richtig Bock. Mahlzeit. Kennen wir von euch diese Lampen, Freunde? Für mich ist das so ein Gamechanger. Die gehen einfach ohne Kabel. Man kann die nehmen. Richtig geil. Gibt es auch in Schwarz, so habe ich mir jetzt auch bestellt. Und vor allem, man kann sie dimmen. Ich sage euch, die Dinger, unglaublich. Wir kommen zum Finale, Freunde, zur letzten Mahlzeit. Ich sehe schon sehr, sehr müde aus. Es ist schon sehr spät, Leute. Ich arbeite gerade da hinten. Ich bin am Abend immer sehr, sehr kreativ. Das ist so meine kreative Phase meistens. Auf jeden Fall die letzte Mahlzeit. Und ich will euch da aber was erklären, wie ich das Ganze jetzt mache. Bei der letzten oder auch schon bei der vorletzten Mahlzeit. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach in meine App und schaue, wie viel Kalorien und Makros ich heute gegessen habe und was mein Ziel ist. Ich werde euch jetzt hier daneben so ein iPhone einblenden mit meinem Tagesziel. Das habe ich euch hier am Anfang vom Video gezeigt. Und dann schaue ich, was noch offen ist und was ich noch essen kann, um das zu erreichen. Ich kann noch ein bisschen über 400 Kalorien essen, ca. 15 Gramm Fett, ca. 30 Gramm Carbs und noch 55 Gramm Protein, 56 Gramm genau. Und zum Beispiel jetzt hier ein Skier, Leute, 55 Gramm. Das bedeutet, ich werde mein Protein exakt treffen mit dieser Dose Skier.
hier, Leute, Fett habe ich auch noch offen, da werde ich ein bisschen Baccacon nehmen. Also ich mache jetzt noch ein nices Rezept. Hier Kokosraspeln, auch Fett. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch noch Nüsse reinhauen, alles Mögliche. Und für die Carbs, es geht natürlich auch Carbs und sonst noch ein bisschen Obst oder Beeren oder so drauf. Und dann habe ich am Ende wirklich meine Kalorien optimal erreicht, meine Makros optimal erreicht. Aber wenn das auch ein bisschen abweicht, ist das überhaupt kein Problem. Hauptsache, ihr schafft es so gut wie möglich, aber ob ihr jetzt 10 Gramm mehr oder weniger Protein habt, ist ziemlich egal. Wir machen jetzt das letzte Rezept und zwar eine Skier Bounty Bowl mit Kokosflocken, weil ich auch noch 15 Gramm Fett offen habe. Und diesmal werde ich aber auch das verwenden, Leute. Chunky Flavor, das schmeckt einfach wie Bounty. Und ich würde sagen, let's go, ich habe Hunger, letzte Mahlzeit. Thank you.